Hallo, wir begrüßen euch hier an der Mittelschule Mooskirchen. Heute geht es bei uns ums Thema Boden. Also starten wir ganz am Anfang. Was ist Boden eigentlich? Boden ist quasi die Haut unserer Erde. Diese kann einige Zentimeter bis mehrere Meter dick sein. In Österreich sind 38,1% Fläche dauerhaft besiedelt. Kommen wir nun zu den Gefahren für unseren Boden. Das sind zum Beispiel Schadstoffe aus der Luft, aus Mülldeponien und verschiedenen Pflanzenschutzmitteln. Ebenfalls können Bodenverdichtung und Bodenversiegelung schädlich für unseren Boden sein, da hier die Erde entweder stark zusammengedrückt oder einfach bebaut oder asphaltiert wird. Bei Parkplätzen gibt es die Möglichkeit, Rasengittersteine zu nutzen. In Österreich werden pro Tag 11,5 Hektar, das sind 24 Fußballfelder, verbaut. Das ist sehr viel. Deshalb hat sich unsere Regierung zum Ziel gemacht, den Flächenverbrauch bis 2030 auf 2,5 Hektar zu verringern. Auch die Klimaerwärmung wird langsam gefährlich, weil der Boden austrocknet und weniger Pflanzen wachsen können. Dies hat auch Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft, wie zum Beispiel negative Auswirkungen auf die Ernteerträge. Auch Hitze- und Trockenstress wird verstärkt. Ja, uns ist es wichtig, nachdem wir einen Streuobstgarten haben, dass wir Bäume haben, die sowohl einen Hochstamm oder zumindest einen Halbstamm haben, weil wir sie nicht spritzen und durch den Klimawandel doch längere Hitzeperioden im Sommer sind, beziehungsweise verstärkt auch Regen kommt und die alten resistenten Sorten sind einfach bewährt. Das ist ein Welschbrunner. Der haltet bis Ende März in unserem Keller und der ist ganz besonders gut, wenn man Schweinsbrot macht mit einem Apfelkrein. Da ist das spezielle Apfel für das. Und deswegen habe ich mich den gewünscht. Ich sage herzlichen Dank. Was ist der Vorteil von alten Obstsorten im Klimawandel?